Akita, Hunderasse, die 10 wichtigsten Fakten. Heute dreht sich alles um den Akita. Ich habe für dich die 10 wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Akita vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Akita ist eine beeindruckende und kraftvolle Hunderasse, die ihren Ursprung in Japan hat. Sie wurden ursprünglich als Jagdhunde gezüchtet und sind für ihre Loyalität, Wachsamkeit und ihren Schutzinstinkt bekannt. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über diese faszinierende Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des Akitas. Der Akita stammt aus der Präfektur Akita in Japan und ist eine der ältesten Hunderassen des Landes. Die Rasse wurde ursprünglich zur Jagd auf Wild und zur Bewachung von Adelsfamilien eingesetzt. Im Laufe der Zeit wurde der Akita auch als Symbol für Wohlstand und Glück angesehen und gilt als Nationalhund Japans. Wesenszüge und Charaktereigenschaften. Der Akita ist ein selbstbewusster, unabhängiger und intelligenter Hund. Sie sind loyal und anhänglich gegenüber ihrer Familie, können jedoch gegenüber Fremden zurückhaltend oder misstrauisch sein. Die Rasse benötigt eine konsequente und liebevolle Erziehung, da sie ihren eigenen Kopf haben kann. Mit ausreichender Sozialisierung entwickeln sie sich zu zuverlässigen und ausgeglichenen Begleitern. Passt der Akita zu mir? Der Akita ist ein anspruchsvoller Hund, der sich eher für erfahrene Hundehalter eignet. Sie benötigen viel Bewegung und geistige Auslastung, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Die Rasse eignet sich gut für aktive Menschen und kann auch ein guter Begleiter für Joggen, Radfahren oder Wandern sein. Wenn du einen Akita in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 1.200 bis 2.500 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufen willst. Wie halte ich einen Akita? Erziehung und Entwicklung des Welpen. Akitas sind intelligente Hunde, die eine konsequente und liebevolle Erziehung benötigen. Da sie einen starken Schutzinstinkt haben, ist eine frühe Sozialisierung besonders wichtig, Probleme im späteren Leben zu vermeiden. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Wie viel Beschäftigung braucht der Akita? Der Akita benötigt tägliche körperliche und geistige Auslastung. Lange Spaziergänge, Wanderungen oder sportliche Aktivitäten sind ideal, um den Hund auszulasten. Intelligenzspiele und Nasenarbeit können auch dazu beitragen, den Hund geistig zu fordern und zufrieden zu halten. Gesundheit und Pflege. Die Fellpflege des Akitas ist recht einfach, da ihr doppeltes Fell nur gelegentliches Bürsten erfordert, um abgestorbene Haare zu entfernen und die Haut gesund zu halten. Die Rasse neigt dazu, während der Fellwechselphasen stark zu haaren, daher ist während dieser Zeit häufigeres Bürsten erforderlich. Achte darauf, Ohren, Augen und Krallen regelmäßig zu kontrollieren und zu pflegen. Akitas können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüftdysplasie, Autoimmunerkrankungen, Allergien und Magendrehung. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes. Der Akita ist eine vielseitige Rasse, die sowohl als Schutzhund als auch als Familienhund eingesetzt werden kann. Dank ihrer Ausdauer und körperlichen Stärke sind sie auch gute Begleiter für sportliche Aktivitäten und können in Hundesportarten wie Agility oder Obedience eingesetzt werden. In Japan gibt es 2 verschiedene Akita-Typen, den japanischen Akita Ino und den amerikanischen Akita. Beide Typen unterscheiden sich in Größe, Farbe und Körperbau, aber sie teilen die gleichen Grundzüge in Bezug auf Temperament und Persönlichkeit.
Der Akita ist auch bekannt für seine Rolle in der berühmten Geschichte von Hachiko, einem treuen Hund, der seinem verstorbenen Herrchen 9 Jahre lang täglich am Bahnhof wartet. Die Geschichte von Hachiko ist ein Beispiel für die außergewöhnliche Loyalität und Hingabe, die Akitas gegenüber ihren Besitzern zeigen können. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum Akita. Danke, dass du bis hierhin gelesen hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch.